Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, ich bin's wieder, euer Björn von Smoking Aces und heute haben wir was ganz Besonderes vor und zwar machen wir ein Interview mit den beiden Personen, die ihr schon auf dem Video seht. Meine erste Frage natürlich an euch, wer seid ihr überhaupt? Stellt euch mal einfach vor. Ich bin der Michel Roshkari, bin 32 Jahre alt, komme aus Teheran, bin auch der Besitzer von Cleopatra Heddesheim. So, und das ist mein Mitarbeiter. Vekarac Mario, bin 22 Jahre alt, komme aus Lahnburg, bin Kroate. Okay, da wissen wir schon mal, wer ihr seid. Was habt ihr genau geplant? Geplant ist, 30 Shishen zu rauchen in 15 Stunden. Wenn es geht, sogar noch mehr. Okay, das ist ja eine große Hürde, die du da überwinden willst, ne? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese 30 Shishen in 15 Stunden zu rauchen? Die Idee ist entstanden im Charisma Mannheim. Der Besitzer verlost 30 Lose an Kunden. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich die 30 Shishen gewinne, werde ich die 30 Shishen an einem Tag rauchen. Okay, also so ist das Ganze entstanden. Und meine letzte Frage natürlich an euch, wo findet das Ganze überhaupt statt? Das Ganze findet statt bei Charisma Mannheim, Quadraten G2. Okay, wann beginnt es, dass die Leute vielleicht einen Zeitpunkt haben, wann sie dorthin kommen können? Wie lange geht es? 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts wird ihr das Ganze versuchen. Sind wir ja mal gespannt, ob du das Ganze schaffen wirst. Ich wünsche dir natürlich viel Glück dabei. Hoffe, dass du das Ganze natürlich packst, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Und ich werde euch natürlich die Cam übergeben, da ich leider nicht vor Ort sein kann. Und will dann auch einen ordentlichen Report von euch sehen, ja, wie weit ihr gekommen seid, was ihr so erreicht habt. Also Leute, seid gespannt auf das Video, das dann folgen wird. Vielleicht kommt einfach mal vorbei, schaut euch das Ganze an. Ja, vielleicht liegt er ja schon auf dem Boden und kann nicht mehr. Oder er ist noch standhaft und raucht die Shishen weiter. In diesem Sinne sage ich mal ein herzliches Dankeschön an euch beiden natürlich. Und auch ein Dankeschön an die Zuschauer. Man sieht sich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao.